Im Handbuch für Lehrer finden wir auf Seite 84 einige Aussagen, zentrale Aussagen über Jesus Christus. Und ich steige bei Arabisch 2 ein, anlässlich des Weihnachtsfestes, das wir nun wieder feiern, die Geburt Jesu, der zum Träger des Christus wurde, ihn in sich erkannte und damit uns Erlösung schenkt, den Weg aufzeigt, zurück zum Vater. Arabisch 2, Seite 84 im Handbuch für Lehrer. Der Name Jesu ist der Name von einem, der ein Mensch war, jedoch das Antlitz Christi in allen seinen Brüdern sah und sich an Gott erinnerte. So wurde er mit Christus eins, nicht länger ein Mensch, sondern eins mit Gott. Der Mensch war eine Illusion, denn er schien ein getrenntes Wesen zu sein, das für sich dahinwandelte in einem Körper, der sein Selbst vom Selbst, das zweite Selbst hier in Großbuchstaben, das wahre Selbst, das andere in kleinen Buchstaben, der sein Selbst vom Selbst abzuhalten schien, wie es alle Illusionen tun. Doch wer kann erlösen, wenn er nicht Illusionen sieht und sie dann als das erkennt, was sie sind? Jesus bleibt ein Erlöser in Großbuchstaben, weil er das Falsche sah, ohne es als wahr zu akzeptieren. Und Christus brauchte seine Gestalt, auf dass er Menschen erscheinen und sie aus ihren Illusionen erlösen konnte. Wir müssen, das ist hier jetzt mein Gedanke dazu, dort abgeholt werden, wo wir zu sein glauben. In dieser Welt, der Welt der Illusionen, der Welt des Krieges, des Elends und des Hungers und der Gier. Die Welt spiegelt unseren geistigen Zustand, mehr tut sie nicht. Sie muss nicht verändert werden, der geistige Zustand aber sehr wohl. Unsere innere Befindlichkeit ist die Ursachenebene. Was in unserem Geist abläuft, ist ein dramatisches Verstrickungserleben, Verstrickungsgeschehen. Und das schon über viele Tausende von Jahren, scheinbar in Raum und Zeit. Jesus hat den Christus, sein wahres Sein in Gott, in sich selbst erkannt und zugleich in allen seinen Brüdern, also in allen Menschen. In Arabisch 3 finden wir dann auf Seite 84 im Handbuch für Lehrer, in seiner vollständigen Identifikation mit dem Christus, dem vollkommenen Sohn Gottes, seiner in Klammern Gottes einen Schöpfung und seinem in Klammern Gottes Glück für immer wie er selbst und eins mit ihm wurde Jesus zu dem, was ihr alle seid, also was wir alle sind in Wahrheit. Er ging auf dem Weg voran, auf das du ihm folgst. Wir sagen ja immer, er ist unser großer Bruder, der seine wahre Natur erkannt hat und sie auch in uns sieht. Er, Jesus, führt dich zu Gott zurück, weil er die Straße vor sich sah und ihr folgte. Er traf eine klare Unterscheidung, die für dich immer noch verschleiert ist, zwischen dem Falschen und dem Wahren. Er hat dir eine endgültige Demonstration geboten, dass es unmöglich ist, Gottes Sohn zu töten.
noch kann sein Leben in irgendeiner Weise durch Sünde und das Übel, Böswilligkeit, Angst oder Tod verändert werden. Eine sehr gute Nachricht für uns. Wir sind in Wahrheit in unserem wahren Sein unantastbar. Das Licht des Christus in uns leuchtet. Wenn wir uns bewusst verbinden allemal in dieser Welt und wird segensreich leuchten und eine Ausstrahlung erzeugen, die denen hilft, die noch in Verwirrungen leiden. Diese klare Unterscheidungsgabe zwischen Illusion und Wahrheit, genau sie ist es, die es über Erkenntnisprozesse, Erfahrungsprozesse in der Welt zu erreichen gilt. Dann erkennen wir, es gibt keinen Tod. Es gibt keinen Tod. Wir sind kein Körper. Wir sind Geist in Gottes Geist. Und waren es immer und werden es immer sein. In Arabisch 4 finden wir dann, und deshalb sind dir alle deine Sünden vergeben, weil sie überhaupt keine Wirkungen hatten. Ein wichtiger Satz, vielleicht einer der wichtigsten 100 Sätze. Und deshalb sind dir alle deine Sünden vergeben, weil sie überhaupt keine Wirkungen hatten. Und so waren sie nur Träume. Erhebe dich mit ihm, der dir dies zeigte, weil du ihm dies schuldig bist, ihm, der deine Träume mit dir teilte, auf dass sie aufgelöst würden, und der sie nach wie vor mit dir teilt, um eins mit dir zu sein. Welch wunderbare Zusage Jesu an uns. Er sagt uns, ich bin bei dir alle Tage bis an das Ende der Welt, wie wir es in der Bibel finden, und ich begleite dich aus deinen Albträumen heraus, wenn du das möchtest. Wenn du es willst, die Wahrheit, wird sie dir gegeben, wirst du sie erkennen, dass du immer in ihr warst und bist. Du hast nur geschlafen, du hast schlecht geträumt. Um diese Erkenntnis geht es. Alles großes Kino hier. Dumme kleine Träume. Arabisch 5. Ist er der Christus? O ja, mit dir gemeinsam. Sein kleines Leben auf der Erde war nicht genug, um die mächtige Lektion zu lehren, die er für euch alle lernte. Er wird bei dir bleiben, um dich aus der Hölle, die du gemacht hast, zu Gott zu führen. Ja, die Anmerkung sei hier gemacht. Wir haben die Hölle erschaffen, sie für uns gemacht. Wir träumen von der Hölle und sind eigentlich im Himmel und schlafen und erkennen nicht, ja, dass wir den Himmel in Wahrheit nie verlassen haben. Und wenn du deinen Willen mit seinem verbindest, wird deine Sicht seine Schau sein. Denn die Augen Christi werden miteinander geteilt. Mit ihm zu gehen ist ebenso natürlich, wie mit einem Bruder zu gehen, den du kanntest, seit du geboren wurdest, denn ein solcher ist er für wahr. Wir reden hier von Jesus, dem Christus. Satz 7, bittere Götzen wurden aus ihm gemacht, der nur ein Bruder für die Welt sein wollte. Vergib ihm deine Illusionen. Vergib ihm deine Illusionen und siehe, welch ein lieber Bruder er dir sein möchte. Denn er wird deinen Geist endlich zur Ruhe bringen und ihn mit dir zu deinem Gott hintragen. Ist er Gottes einziger Helfer? Nein, für wahr. Denn Christus nimmt viele Formen mit verschiedenen Namen an, bis ihr Einssein wiedererkannt werden kann. Doch Jesus ist für dich der Träger der alleinigen Botschaft Christi von der Liebe Gottes. Du brauchst keinen anderen.
Es ist möglich, seine Worte zu lesen und aus ihnen Nutzen zu ziehen, ohne ihn in dein Leben anzunehmen. Noch einmal, es ist möglich, seine Worte zu lesen und aus ihnen Nutzen zu ziehen, ohne ihn in dein Leben anzunehmen. Doch würde er dir noch ein wenig mehr helfen, wenn du deine Schmerzen und Freuden mit ihm teilst und beide verlässt, um den Frieden Gottes zu finden. Ein wichtiger Hinweis. Ja, wir können uns intellektuell sozusagen mit ihm beschäftigen, aber die Praxis und die Wirkungsrichtung, die Effektivität dieser Studien wird erst gegeben sein, wenn wir ihn in unser Leben integrieren und mit ihm alles teilen. Jeden Gedanken, jedes Wirken, jedes Tun. Er darf dabei sein. Wollen wir das? Es geht um ja ein Verschmelzen mit ihm, dass wir seine Schau und seine Sicht bekommen und nicht mehr auf geheimen, dunklen Wegen wandeln sozusagen und unser eigenes Ding hier drehen. Noch einmal hier am Ende der Satz. Doch nach wie vor möchte er vor allem, dass du seine Lektion lernst, und es ist diese. Es gibt keinen Tod, weil der Sohn Gottes wie sein Vater ist. Nichts, was du tun kannst, kann die ewige Liebe ändern. Vergiss deine Träume von Sünde und von Schuld und komm stattdessen mit mir, um die Auferstehung von Gottes Sohn mit ihm zu teilen. Und bring all diejenigen mit dir, die er dir sandte, damit du für sie sorgest, so wie ich für dich sorge. Hier die Ansprache Jesu an uns. Wir sind Gerufene, mögen wir hören. Alle sind gerufen, aber nur wenige wählen zu hören, wie es im Kurs in Wundern heißt. Mögen wir hören. Wir können nur bei uns selber anfangen und dann wie ein Licht in der Finsternis leuchten. Bis wir erkennen, Christus in mir, Christus in dir, Christus in allen Menschen. Es ist in Wahrheit alles sehr, sehr gut. Ich wünsche ein frohes Weihnachtsfest 2023.